Siebter Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga mit der Partie der Straubing Tigers gegen die Schwenninger Wildwings. Straubing im oberen Tabellendrittel angekommen, die Schwenninger Wildwings mit ganz schlechtem Saisonstart, Tabellenletzter vor dieser Partie und seit über 130 Minuten ohne eigenes Tor. Schwenningen in Weiß, allerdings mit gutem Start mit Mirko Sacher und am Ende mit Mirko Höflin und der 1:0-Führung in der fünften Spielminute. Ein Befreiungsschlag für ein arg geplagtes Schwenningen, das schon einige Selbstzweifel zuvor angemeldet hatte. Erstes Saisontor für Mirko Höflin. Es dauerte lange, ehe Straubing ins Spiel fand. Und so hatte Schwenningen erneut eine gute Chance. Stefano Cigliati allein auf und davon Jeff Sadkoff. Aber hält für die Tigers. Gute Chancen, weiterhin das alte Problem bei Schwenningen. Es wird zu wenig daraus gemacht. Dann die erste gute Möglichkeit für Straubing durch Max Renner. Ganz starker Reflex von Dustin Strahlmeier im Tor der Wildwings. Hinein in die 18. Spielminute. Straubing kämpfte sich in die Partie und traf. Jeremy Williams mit seinem fünften Saisontor, weil Connolly hier zwei Schwenninger bindet und weil Williams einfach weiß, wo am Ende des Tages der Puck hingehört. Mit diesem 1:1 ging es in den zweiten Abschnitt hinein und der begann spektakulär. Unauffällige Szene. Nochmal genau hingeschaut. Benedikt Chopper gegen István Bartalis. Ellbogen geht hoch, trifft voll den Kopf von Bartalis. Der knallt gegen das Plexiglas. Die Folge 5 plus Spieldauer für Benedikt Chopper. In dieser Überzahl tat sich Schwenningen schwer. Hatte hier seine beste Chance über Simon Danner und Mirko Sacher. Schwenningen versuchte, kam aber kaum in die Aufstellung und Straubing hielt die blaue Linie und kontert durch Stefan Leubel. Aber auch hier Dustin Strahlmeier entscheidend noch dran, allerdings auch mit etwas Glück. Straubing näherte sich immer weiter an, spielte ein gutes zweites Drittel. Pfostenknaller hier von Sven Ziegler und der Nachschuss von Marcel Brandt entschärft von Dustin Strahlmeier. Aber genau hinein in diese Phase wieder Straubing mit gutem Angriff und am Ende mit dem 2:1. 34. Spielminute. Schuss von der blauen Linie. Zweimal abgefälscht. Eriksson mit dem guten Pass und Tom Brandl in der Mitte unbehelligt mit seinem zweiten Tor. Der Schlussabschnitt. Es wurde härter, es wurde unangenehmer und es wurde hektisch, zumindest in dieser Phase hier, da noch 8 Minuten zu spielen waren. Es war mehr Härte, mehr Kampf, als das gespielt wurde. Schwenningen in dieser Phase nach vorne sehr passiv agierend, nur vor dem eigenen Drittel. Im eigenen Drittel räumte man ordentlich auf. Hinein in die Schlussphase, nur noch 19 Sekunden zu spielen. Timeout Cortina, Strahlmeier aus dem Tor herausgenommen. Letzte Möglichkeit auf den Ausgleich. Mirko Höflin vergibt und damit war die Partie vorbei. Schwenningen verliert zum 6. Mal in Folge. Und das einzig Positive, glaube ich, dass wir nicht aufgegeben haben und bis wirklich zur letzten Sekunde, bis zum letzten Bulli, 3 Sekunden vor Schluss noch an den Sieg geglaubt haben. Und ja, wenn wir die ein oder andere Chance mehr reinmachen, dann ist da heute definitiv ein Sieg drin, aber so war es wieder nichts. You know, it was a different game. We knew they were going to come out hard because, you know, we were there last year struggling a little bit and they got a lot of skill and a lot of speed over there, so we knew they were going to come hard. We just had to play discipline and stick to our game.
Die Straubing Tigers mit dem dritten Sieg in Folge setzen sich weiter oben in der Tabelle fest. Schwenningen mit nur 6 Toren aus 7 Spielen ist es natürlich schwer, Spiele in der DEL zu gewinnen.